Morgen! Schön, dass ihr wieder alle hier seid. Ich habe mir hier meine Werkzeuge hingelegt, ich habe Farben da. Wir starten hier einfach und fangen an zu kritzeln. Fährst jetzt einfach mit dem Stift über die Fläche und damit kriegst du einfach auch ein Gefühl für die Größe. Also mir geht es jetzt gar nicht mehr um die Bildaufteilung, sondern eher auch um Gefühl für die Größe zu bekommen. Jetzt nehme ich mal hier meine Farbe, sehr schön blau. Bitte malen und entspannen, deswegen lassen wir es fließen. Einfach Wasser drauf. So, und dann kippen wir jetzt einfach mal die Farbe da drauf. Ja, das macht natürlich voll Spaß. Jetzt hier die Farbe so rüber zu schieben. Ein Erlebnis. Das habe ich dir schon so oft gezeigt. Versuch noch mal ein paar Muster zu machen oder was dir so einfällt, beweg es einfach. Ich will jetzt hier dieses Werkzeug einsetzen. Das kennst du, glaube ich, noch nicht. Ja, das ist natürlich echt heftig. Das macht viel, viel Spaß. Einfach der Hammer, finde ich, das Werkzeug. Also das ist echt ein Zauberwerkzeug, finde ich. Also was für Muster du machen kannst, ist unglaublich schön. Komm, wir springen heute mal in die Wellen, ins nasse Blau, tauchen ab hier in einfach blaue Wellenmuster. Also, ja, genießt es einfach und experimentiere hier rum. Deshalb lohnt sich hier schon, die große Leinwand zu nehmen. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Also schau mal einfach, wie faszinierend so ein Muster aussehen kann. Also das kannst du natürlich wieder unterschiedlich bearbeiten. Ich will jetzt ganz entspannt weiterarbeiten. Gib hier einfach mal meine nächste Farbe drauf. Ein bisschen dünner, also einfach ein bisschen Wasser dazu geben. Ich habe alles wieder auf meinem Blog stehen, da guckt bitte rein. Ich sage es ja immer wieder, wie verdünne ich meine Farben. Also ich mache das nicht grundsätzlich nur mit Wasser. Jetzt rauf! Ja, den kannst du auch jetzt wieder benutzen und gucken, ob du noch wieder was wegnehmen kannst, ob der Untergrund zum Vorschein kommt. Lass dich da einfach drauf ein, experimentiere, denk nicht viel nach, mach einfach. Thank you.
Wenn du lieber Muster haben willst, lässt du halt die Muster stehen. Ich gebe jetzt hier nochmal ein bisschen hell drauf und dann noch ein bisschen dunkel. Ich will noch ein bisschen mehr den Farbton rausholen. Mich hat das Arbeiten jetzt zu einer Erinnerung geführt. Ich muss die ganze Zeit schon daran denken und deswegen, glaube ich, mag ich es jetzt auch ganz gerne ein bisschen softer. Ich gebe hier nochmal ein bisschen Blau dazu. Mir gefällt der Farbton auch noch nicht so ganz. Ja, und so kannst du deine Geschichte in dein Bild bringen und so ist für dich so die Geschichte auch da drin, ganz abstrakt, und ja, erinnert dich auch immer wieder daran und du kannst es auch auf diese Weise ja auch loslassen. So habe ich jetzt hier eine schöne, abstrakte, farbige Fläche und die kann man natürlich auch, wenn du was Konkretes magst, kannst du natürlich auch hier nochmal Linien reinmalen oder auch Formen reinbringen. Auch einfach so Personen jetzt hier reinbringen, einfach draufzeichnen oder diese kleinen Pfeiler. Dazu habe ich auch ein Video, wo ich das auf Papier gemalt habe. Vielleicht denke ich dran, ich packe das mal ran. Ja, und dann kannst du es wieder nachmalen. Nimmst deine Farbe. Der Pinsel ist hier total schmutzig. Nimmst am besten wenig Farbe und ziehst es einfach so ein bisschen nach. Ich mache das jetzt spontan hier und könnte jetzt hier in diesem Bereich auch noch größere Formen setzen oder mehrere kleine oder setze einfach hier noch eins hin. Ich mache das einfach und ja, so siehst du einfach mal, wie man das machen kann. Es macht auch voll Spaß, wenn man hier so rumkrickelt. Also, ja, das erinnert mich jetzt schon daran. Vielleicht hänge ich das Video rein. Ich habe da auch ein Video gemacht, als ich da gegangen bin, wenn ich dran denke. Ja, das kann man mal so machen, finde ich. Das macht einfach Spaß. Du kannst hier so wunderbar abtauchen. Hier sind so viele Farbnuancen drin. Also ganz, ganz, ganz viele Farben und Muster sind noch zu erkennen. Tauchen so unten drunter vor. Und ja, es war einfach schön, auch da nochmal hinzugehen an diesen Ort und diesen Ort jetzt auch hier zu schaffen. Und wenn ich darauf gucke, dann erinnert mich das halt auch immer wieder daran. Und ja, es lebt so weiter und breitet sich so in den Raum auch aus. Und ja, es ist einfach schön. Also schön, dass du hier bist. Einfach machen. Du weißt Bescheid. Ne? Du kennst unseren Spruch, mach einfach und genieße deine Zeit. Und wir gehen nochmal ganz kurz auf den Balkon. Ja, die Amsel nistet noch. Ihr habt gefragt in den Kommentaren, habe ich mich gefreut. Hier scheint die Sonne heute, der Wind weht da oben in den Bäumen, den ganz da oben, den mag ich auch voll gerne. Und ja, wir schauen da nochmal hoch, vielleicht kannst du es sehen. Da oben ist das Nest.
Und sie sitzt da gerade, aber man erkennt es, glaube ich, nicht so gut. Und der Oleander fängt an zu blühen. Freue ich mich auch voll, dass er es geschafft hat über den Winter. Und ja, habt eine schöne Zeit. Tschüss! Ja, das Einbeziehen eines persönlichen Themas oder einer eigenen Geschichte in dein Gemälde kann eine kraftvolle Möglichkeit sein, deine Emotionen und Gedanken und Erfahrungen auszudrücken. Und ja, indem du deine persönlichen Erfahrungen in deine Kunst einfließen lässt, kannst du einzigartige und dann eben auch authentische Werke schaffen, die eine tiefere Bedeutung haben. Halt nicht nur für dich, sondern auch für den Betrachter, denn das schwingt auch in deinen Kunstwerken mit. Also schau da gerne nochmal auf Seite 18, dazu habe ich dir was geschrieben. Schau auch auf meinem Blog, das oder gerade solche Themen nehme ich immer gerne auf, weil Kunst ja auch dafür da ist, ja, eine Botschaft, eine künstlerische Botschaft auszudrücken. Und ja, die Kunst vermag einfach mehr zu sagen, als man manchmal so an Worten finden kann. Also viel Spaß beim Malen. Habt eine schöne Zeit. Danke, dass du hier bist. Danke für dein Like. Danke für dein Abo. Und danke für deinen Kommentar. Und ja, hab einen schönen Sonntag. Tschüss.